Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 4 von The Witcher 3 Wild Hunt. Und ihr wundert euch vielleicht, warum wir jetzt hier im Hauptmenü wieder starten. Ich wollte euch was zeigen und ich hoffe, das passt jetzt so, was ich da so mache. Oh ne, jetzt komm, keine komische Sache. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, auf irgendeinen Müll. Gut, alles klar. So versammelt ihr. Hä? Nee, ich will auch nicht wieder das Intro sehen, sondern ich will fortfahren. Und zwar wollte ich euch zeigen, ja, man kann speichern. Und jetzt habe ich hier so, wow, welche Erkenntnis, man kann speichern im Spiel. Dann sieht man auch immer, also ich starte dann auch wirklich wieder an dieser Position, wo ich dann auch war. Soweit so gut, soweit so ungewöhnlich, aber was ich was ich aber ganz cool finde, ist das hier, was jetzt passiert. Und dann laden wir das mal hier und da werdet ihr sehen, was ich meine. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Jo, das finde ich doch ganz nett gemacht. Das war auch mal bei Darksiders 2, wo das so gemacht wurde. Und man immer so einen kurzen Einblick in die Story wieder oder einen kurzen Rückblick dann hatte. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So, und jetzt geht's hier mal weiter. Wir haben noch insgesamt 6 Mal, wo wir uns da heilen können. Also 3-mal Brot, 3-mal rohes Fleisch. So, hier sind noch irgendwelche Pflanzen, die ich noch sammeln könnte. Komm, dann sammeln wir das auch, wenn wir gerade schon hier in der Nähe sind. Und dann habe ich auch gesehen, hier links oben, dort wo dieses komische Hexersymbol ist oder was das auch immer ist. Was war das gerade für ein Schatten? Von der Windmühle? Keine Ahnung. Also seht ihr, das links oben ist ja der rote Energiebalken. Oh, der lädt sich langsam auf. Warum das? Ich dachte, ich habe keine Regeneration. Achso, vielleicht eine ganz, ganz langsame. Das könnte vielleicht sein. Ich habe gerade gesehen, er ist ein bisschen nach oben gegangen. Keine Ahnung. Also der Lebensbalken. Auf jeden Fall haben wir noch die Möglichkeit, oder sehen wir links oben drüber wahrscheinlich den Erfahrungsbalken. Den sieht man auch hier, Stufe 1, hier rechts oben, Stufe 1, 268 von 1000 Punkten. Das ist das Einzige, was mir noch im Inventar aufgefallen ist. So, und jetzt müssen wir, wohin eigentlich? Laufe ich gerade von meinem Questziel weg? Da weiß Lauf oder wo wir hin sollen. Ist das die Ortschaft hier vorne? Könnte so sein. Hier blockt alle möglicher Kram auf, den man sammeln kann. Oh je, ich stelle mich mal wieder an. Naja. So. Ich laufe jetzt einfach mal hier drüber. Ohne Pferdchen, ohne alles. Wir sollten ja hier irgendwo in eine Taverne oder sowas. Ah, und da oben sehe ich gerade oben rechts, wo der Radar ist. Da sieht man immer, wie viele Schritte man vom Hauptziel weg ist. Seht ihr das? Die 26, 25 dürfte ein bisschen klein sein bei euch. Auf jeden Fall ist die Ortschaft natürlich direkt hier, die Taverne. Und da gucken wir gleich mal rein. Und hier sollen irgendwelche Zutaten sein. Die sammeln wir auch schön, fleißig. Auf jeden Fall sind wir jetzt richtig angekommen. Wunderschön. Und hier können wir mit irgendwelchen Menschen reden. Ich habe mal den Hexersinn reingeschmissen. Und der sagt mir, dass hier irgendwelche Blumen sind. Wahnsinn. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße. Nö, Moment nicht. D-E-R-V-A-N, nicht Goldemann. Gans. Noch eine Gans. Schön. Ich dachte, es geht direkt weiter. Dass ich nichts Blödsinniges labern muss. Okay. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die
Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Dialoge handeln. Durch Optionen, die mit Goldsack markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Aha, okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Handeln. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Okay. Drücke A, um einen Kauf zu tätigen. Drücke B, um das Verkaufsfenster zu schließen. Wahnsinn. So, jetzt kann ich hier handeln. Hä, was ist das? Sind das jetzt meine Dinge oder seine Dinge? Ah ne, die kann ich verkaufen. Und wie komme ich zu ihm? Ah, so, okay. So kann ich mir jetzt Sachen hier kaufen. Katapult. Gewöhnlicher Gegenstand. Quinn-Karte. Neutrale Karte. Kartentyp Sonderkarte. Huh. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder... Was? Also irgendwelche Karten sind das? Was weiß ich? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Dann gibt's hier noch was. Kräuterschnaps. Ach du Gott. Ich blick nicht durch. Also irgendwelche Tränke, Zwergenschnaps und so weiter. Kuhmilch. Wirksamkeit, Wirkdauer. Achso, regeneriert Vitalität. Und kostet da... Verstehe ich nicht genau. 13 Klammern 294. Muss ich das verstehen? Achso, wenn ich alle kaufe, oder was? Ist das so? 7 mal 42, kommt das hin? Jo, kommt hin. Ne, kommt tatsächlich hin. Also ist es so. Einzelpreis und wenn ich alle kaufen würde. Okay. Jo, allmöglicher Kram, mit dem ich jetzt noch nichts anfangen kann. Also vitalitätsaufbauende Dinge sind vielleicht gar nicht so schlecht. Kuhmilch oder was haben wir hier? Essen. Apfel. Süß. Soll ich mal Apfel kaufen? 5 Sekunden Wirksamkeitsdauer. Ist ja auch nicht so schlecht. Aha, und die kosten alle mehr. Ja, sonst hat die eigentlich jetzt nichts so Besonderes hier. Nur so diese Regenerationssachen hier. Backkartoffel. 10 Sekunden Wirksamkeitsdauer und kostet nur 5 Kronen. Dann machen wir das mal. Komm, da handeln wir einmal. Da haben wir auch gehandelt. Wahnsinn. Und was ist hier? Das Lilane da? Gegenstand ist unverkäuflich. Aha. Okay. Ja, ne, dann lassen wir das so. Und dann haben wir hier noch Brot, oder was? Ja, genau, das hatten wir ja schon. Käse. Oh weh, ich ahne echt Böses. Sich da ein bisschen reinzuarbeiten. Ja gut, jetzt haben wir einmal ganz heftig gehandelt. Wahnsinn. So, warum ist das hier oben noch so gelb? Gegenstand ist unverkäuflich, unverkäuflich. Ja, das will sie wahrscheinlich nicht, der Kram. Meistergegenstand, Gulblut, wunderschön. Na gut, da haben wir ganz übel gehandelt. Wahnsinn. Hä? Jetzt kann ich nochmal handeln. Ne, will ich nicht. Ist in Ordnung. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Jo, zeig mir, was du anzubieten hast. Ne, das interessiert mich jetzt nicht. Was? Durch Dialogoptionen mit X, Sprechblase wird das Gespräch beendet. Wahnsinn. Ganz schön was los hier. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Genau, das interessiert mich. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Schade. Hier ist ja richtig was los.
Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Kann ich das jetzt wieder besprechen? Kommt dann das Gleiche wieder? Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Ja, nee, das gleich. Ja, klar, das haben wir ja schon gehört. Ja, nee, dann war's das. Für alles. So, und jetzt? Jetzt machen die uns noch dumm an, wenn wir rausgehen wahrscheinlich. Nehme ich doch mal an. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie frag ein Reisende nach Yennefer. Jo, dann machen wir das mal. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linie? Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Dialoge Axi. Bei Optionen, die mit Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst oder und ihnen deinen Willen aufzwingt. Sau cool. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay, alles klar. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Ist auf jeden Fall locker unterwegs, unser Geralt. Verschwinde. Willst du vielleicht? Wir reden nicht mit dir. Schade, ich hätte gern noch mit dir geredet. Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexen. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf, das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Jo, dann zeig mal, was du verkaufst. Unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an. Gucken wir mal. Ist das die gleiche von eben? Nee, oder? Nee, ich glaube doch nicht, oder? Oder bin ich so verpeilt jetzt schon wieder? Nee, die hat doch ganz andere Sachen hier. Das Brot, die Backkartoffel da, die hat die viel öfter. Und die würde ich nämlich gleich 10-mal kaufen. Machen wir einfach jetzt mal. Komm, egal. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das sind die einzigen Sachen, wie ich mich jetzt am Anfang mal heilen kann. Also machen wir das so. Ja, bleib ganz locker. Du bist gegen mich gelaufen. Also ganz geschmeidig bleiben. So. So, mit den Bauern hier haben wir geredet. Da ist unser, Kollege, ne? Gauner Odin. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Bin nicht in der Stimmung. Gut, ich trinke was. Kommen wir zur Sache. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Yennefer von Wengerberg? Jo, genau die. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Aha, Zitronenwodka. Woher kennst du Chen? Und wer bist du? Woher kennst du Yennefer?
Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Du weißt, wer ich bin und wer bist du? Wo ist Jennifer? Warum ist das so gelb? Wahrscheinlich, weil das die Hauptantwortlinie ist, sage ich mal. Deswegen mache ich jetzt mal um den Spaß das hier. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Ja, tatsächlich, es ist so. Okay, dann fragen wir also noch das hier. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht dich nichts an. Natürlich geht es um die Liebe. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Quest aktualisiert. Flieder und Stachelbeeren. Frage die Nilfgaarder nach Jennifer. Jo, so ist das. Also sind wir wieder ein Stück vorangekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part in die Garnison und fragen dort mal so ein bisschen nach, was so los ist. Hat auf jeden Fall nochmal richtig Laune gemacht. Gerade das mit dieser Täuschung da und mit dieser Gedankenbeeinflussung gefällt mir eigentlich richtig gut. Wo ist eigentlich unser Kumpel? Der hat doch auch irgendwo hier gesessen. Sitzt der noch irgendwo hier? Bin ich hier ums Eck gelaufen? Wahrscheinlich, oder? Dann sitzt der da hinten irgendwo. Genau so ist es. Ja, da reden wir im nächsten Part auch mal wieder mit ihm und dann gehen wir Richtung Garnison. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Jo, habt einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao.